Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altares, Ewigkeit. Da gibt es heute Abend bei der Messe gibt es so Fotos, so Bilder auf der Leinwand hier, die ihr vielleicht hier im Hintergrund so seht. Und da ist ein Bild dabei, da ist eigentlich gar nichts drauf. Zuerst habe ich gedacht, das sei ein Muckefuck oder so, oder wie man auch immer das so sagt, gell? Also so ein Muckeschiss oder so ein Fleck halt da irgendwie so drauf, gell? Wenn man genauer hinschaut, und vielleicht kommt es dann so überdimensional groß heraus, da sieht man, dass da ein kleines Menschenkind ist. Das ist so eine ganz eine braune Fläche irgendwie so. So eine ganz eine braune Fläche, und da ist ein kleines Menschenkind irgendwie so, ein Mensch drauf. Und dann habe ich mir so gedacht, ja genau, vielleicht habe ich das schon einmal gesagt, so genau müssen wir sein. Nichts haben. Sozusagen ganz leer sein. Da war nichts. Da war sozusagen wie eine Wüste und da war nur dieser Mensch. Du oder ich. Nur du allein. Und so genau muss unsere Beziehung dann zu Gott sein. Mit so leeren Händen müssen wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns hilft. So genau muss unsere Beziehung zum Vater sein. Nur er und ich, nichts anderes mehr. Und das ist so ganz wichtig eigentlich, weil in diesen ganzen Lesungen, die wir die letzten Wochen, habe ich mir oft gedacht, wenn es so ein bisschen streng war, gell, wenn Jesus so streng gesprochen hat oder so, gell, das Einzige, das er will, das ist das, dass wir wieder so zurückkommen ins Paradies, dass wir wieder zum Vater zurückkommen, dass wir in diesen paradiesischen Zustand wieder zurückkommen, dieser ekstatischen Liebe Gottes zu uns Menschen. Aber das Dumme dabei ist, wir müssen wie Kinder werden, wir müssen wieder ganz klein werden, wir müssen so werden, wir dürfen ja nicht so pharisäisch werden. Wir dürfen ja nicht so pharisäisch werden, so denken, ja so, wir können alles selber machen und wir machen alles selber und es geht alles von selber. Sondern wir müssen ganz abhängig werden so von Gott. Und das war bei diesem Bild, war das so, habe ich mir so gedacht, ja dieses Kind hat nichts. Es ist ganz auf Gott angewiesen. Und das ist genau das. Das ist eine Abhängigkeit, aber das ist keine sklavische Abhängigkeit, sondern es geht zuerst um diese innere Abhängigkeit, um diese Freiheit der Kinder Gottes zu wissen, ich bin, und das habe ich letzte Woche auch irgendwann einmal gesagt, ich bin ein Kind Gottes, mir kann gar nichts passieren. Was soll mir passieren? Gott liebt mich. Gott liebt mich unendlich. Was soll mir passieren? Er ist mein Vater, ich bin sein Kind, das ist verbrieft, das ist fix und das kann mir niemand nehmen und das darf mir niemand nehmen und das wird mir niemand nehmen. Und das muss unsere Beziehung sein zum Vater, ganz abhängig von ihm, nur er und ich. Ich mit diesem immer größeren Vertrauen, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und ich zur rechten Zeit und ich nur da sein muss und empfangen darf. Und Liebe. Und ich empfangen darf von ihm. Vielleicht fällt euch heute Abend dieses Bild auf. Es ist also kein Muckeschiss oder so, sozusagen ein Fleck auf der Leinwand, den man nur so wegkratzen könnte, so irgendwie, sondern es ist ein kleiner Mensch, ganz klein ist das und nichts drumherum, nur eben, das weiß nicht, wo das Bild denn dazu kommt, nur der Vater im Himmel und ich und nichts lenkt mich ab von ihm. Bitten wir Gott jetzt um seinen Segen. Panem de celo prestitis diis, omne delectamentum in se habentem oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu equesumus itanus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.